So Leute, und willkommen zu einer weiteren Part von Pokémon Schwarz Edition Randomizer Nuzlocke Challenge mit dem guten... Ich bin auch wieder dabei. Mit dem guten Sharon, moin, was geht ab? Ey. Was? Jetzt geht's aber los hier, ich glaube es hackt. Ich glaube, es hackt was. Ja. Mist geworden. Richtig. Und wir sollen zu Professor Esche gehen und... Und BH. Hallo, BH. Wir haben uns ja auch gerade nicht vor 2 Minuten gesehen. Ist ehrlich so, ey. Das ist ein Pokémon-Center. Oh, sie fühlt sich herum. Oh, no! Ich lege mich eben ins Bett. Okay, gute Nacht. Hau rein. Solange Puff pennt, können wir mal hier gut das Pokémon-Center berücksichtigen. Gönn dir. So eine Scheiße gebe ich mir nicht. Das ist mir zu primitiv. Pokémon, ich weiß, wie ein scheiß Pokémon ist. Sicher, wie denn? Ja. Du läufst rein, drückst 8-mal A und dann ist fertig. Mehr muss man nicht wissen. Ah, ich sollte die junge Dame mal ansprechen. Oh. Eine junge Dame. Die junge Dame da vom Schalter. Ach was. Okay, warte mal, ich probier's mal. Die sind ja Tricks im Kopf. Wie würde ich das machen? Oh, war fast richtig. Supergang läuft! Spiel ist gecrashed. Ich könnte nochmal neu anfangen. Ja. Gute Idee. Guter Plan. Guter Plan. So, das ist der PC. Oh, sie erklärt uns, wie ein PC funktioniert. Du brauchst du ganz hinten sitzen bleiben. Obwohl, das ist vielleicht. Oder weißt du das vielleicht nicht? Ein Computer kriege ich auch gerade noch hin. Ja? Da bist du baff, oder hat sie gesagt? Mitnehmen und hier wegstellen. Mal gucken, ob es nochmal ankommt mit. Also. Supermarkt? Oh. Supermarkt! Willst du herkommen? Das hätte ich eigentlich gewusst, dass das Pokécenter, dass der Markt im Pokécenter ist. Ja, guck, da hast du es. Was? Das ist trotzdem unnötig. Warum? So, jetzt da, was kaufen wir jetzt? Ja, hat sie mich zugezwungen. Unseren guten Tim Wiese und Husa. Pilz. Ich sollte mir Pokébälle und Tränke kaufen, sagt sie. Würde ich mal sagen, machen wir das mal, oder? Ja. Können wir auch machen. Wir kaufen, würde ich sagen, 12 Bälle. Und der Rest geht in Tränke. Ja, sehe ich auch so. 5 Tränke sollte erstmal reichen, meiner Ansicht nach. 100 haben wir noch über für. Ja, keine Ahnung. Für Spilo. Für Lüder. Ja, easy. Spilo ist. Ja, ist hier echt eine Spilo, wird chillig. Es gibt bestimmt Pokémon wieder eine Spilo. Gibt eigentlich immer eine Spilo, oder? Hm. Kann man immer einarmiger Banit keine spielen. Ahnung. Was geht auf Marktplatz nur vor sich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lass das mal schleunigst und die Lupe nehmen. AIDS. Yay, wo ist die Lupe? Oh mein Gott, was geht hier ab? Oh, Team Knecht ist da. Ja, komm schnell her. Oh, wo bist du, Bea? Ah. Wo bist du? Wie heißt das Team jetzt eigentlich ehrlich? Team Knecht. Willst du verarschen? Wie ist noch nicht Team Knecht? Das musst du vorlesen jetzt. Hört mich an, mein Name lautet... G und Cis. Wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte? Freie Botschaft? Die frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht. Seite an Seite mit den Pokémon. Ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jede sogenannte Trainer. Welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten, sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen.
Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er jetzt das Wort oder er schweige. Also so, oh, ich weiß nicht. Tschüss. Drum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber dem Pokémon ist, nicht wahr? Soll das heißen, wir sollen sie befreien? Ach komm, das dauert mir zu lange jetzt hier. Das hab ich geil gelesen. Hast richtig du gut sexuell, immer. Alter. Hast du gut gelesen, den guten Gist? Ja. In der Knechtschaft der Pokémon. Ich wusste nicht, dass er Jesus. Wie wird er ausgesprochen? Jesus. Echt? Es ist Jesus Christus. Jesus Christ! Und wer ist das denn jetzt hier? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Oh, noch so verrückt. Deine Kämpfer hat gerade zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell. Sprich nicht anders als wir. Das ist auch ein Protagonist, der ziemlich wichtig ist. Echt? Ja. Weißt du das? Ja. Ich nicht. Bist du halb Glacé, Alter. Easy. Du machst BH an, stimmt's? Oh, ich mach BH. Oh, wir kämpfen. Lol. Oh, verdammt. Voll unerwartet. Trainer N. Aber du fixst den. Fix den. Lorblatt. Bombst den Level an die 7. Wand. Bombst den jetzt wirklich an die Wand. Das sage ich dir. Psst, ich muss mich konzentrieren. Tim Wiese auch. Erstmal. Toxi. Jubelkraft. Nein, das hat doch. Mach Damage. Wunderraum. Okay. Ja, auf jeden Fall irgendwas mehr wollte er. Er wollte mehr haben, okay? Gib ihm mehr. Putz! Schon weg mit dir. Schade, Lorblatt, schade. Gute P, Level 10 für Tim Wiese. Sein Bizeps pumpt dich auf! Icy! Alter! Umwandlung weg, obwohl. Ja. Oder Toxin. Umwandlung, Toxin. Konfusion? Aber wir sind nicht so gut im Angriff. Das ist physisch. Also ich würde Umwandlung wegmachen. Aber Umwandlung war. Nein. Okay, auf dein. Ich sag dir, wenn wir noch einmal Typ ändern müssen, dann ist es deine Schuld. Oh, fast boah, Alter, was für ein Level, ey. Wir haben 700 bekommen, ey. Wir können wieder shoppen gehen, ey. Yeah! Okay, verschwande immer ja dann. Ist nötig. Ja, ist ja auch. Also, wir brauchen mehr Steroide. Steroide! Für den Wiese! Ja, er muss noch breiter werden. Der ist schon breit genug, der Junge, ey. Er muss breit. Wir müssen Husa ein bisschen trainieren, würde ich sagen. Pilz. Husa! Das erste Pokémon, was verrecken wird, das sage ich dir jetzt schon, ey. Nein, wird es nicht. Und was wetten wir? Oh, Döner. 25. April, Leute. Sonnig, Gavina, sonnig. Gavina? Die Stadt ist nicht Gavina. Ich glaub schon. Ja, vor allem, wir haben doch nur das G und das V vertauscht, wa? Von was? Alter, ey. Oh, wieso ist das eine neue Route, ne? Ja. Geil, wir kommen. Oh, 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 Mutti ist da. Ich bin's, deine Mutti. Oh, die Mutti sieht aber echt gut aus. Oh. Direkt wegrein. Wie geht es dir denn, mein Schatz? Hast du dich schon hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Nein. Ich rufe nur an, weil ich dich nerven will. Oh ja, in Ordnung, ich klicke dann wieder auf. Mutti ist da! Yeah! Wo kommt? Wie behindert sind die denn? Mutter vom BH. Endlich habe ich dich eingeholt. Und jetzt kriegst du die Turbo-Später. So sieht's nämlich aus hier. Ja, guck, sag ich doch, ich bin der richtige G, Alter. Keine Ahnung von dem Spiel, aber ich weiß es einfach. Da steht halt B-Knopf gedrückt. Oh, mein Vater ist auch da. Ja, hab ich auch gerade gehört. Jö, ausgeschlafen wie ich. Yo. Okay, haut wieder ab. Ja, die Mutti. Ja. Weißt du, mein Vater kommt, meine Mutti geht. Ist das ein Zeichen? Das ist eine Neun. Ein Zeichen. Gut, Leute, ich würde sagen, kämpfen wir erst, oder wollen wir erst ein Pokémon fangen? Ah, die will gar nicht kämpfen, oder was? Pokémon fangen, würde ich sagen. Komm, irgendwas Geiles. Nein, das ist ranzig. Das ist ranzig. Wenn das Ding tötet, noch Husa. Ich sehe es jetzt schon, ey. Das Ding mit Eisgarn. Geowurf. Dönerblitz, Alter. Felsgrab. Oh, wir sind zu Boden, machen nix. Aber in den Dropgame, ja? Keine Wirkung. Das ist schon mal belastender, macht Geowurf.
müssen wir auch machen. Es zieht nur 4 Schaden ab, weißt du, ne? Nein. Das ist ein Pilz, Mann. Pilz der Geohof einsetzt. Boah, Alter. Zieht schon aber ab. Fällt's da? Fällt's doch nicht wirklich viel, ne? Egal, müssen wir gerne im Bereich bekommen, das Ding. Damit sich der Pokéball auch lohnt. Leider. Geohof kann ich critten. Nicht? Nein. Meine Scheiße. Noch ein? Ja, einer geht noch. Einer geht noch, sagt er. Felsgrab. Das Ding kann auch noch Felsgrab. Ist schon ziemlich belastend. Boots. Okay, wir machen das jetzt. Premierball oder? Nee. Nee, der ist es nicht wert, oder? Das Gewehr ist es nicht wert. Ist das Ding auch richtig geil? Ding, 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 ding. Wir machen nochmal einen Geohof drauf. Ja? Ja. Das dauert aber zu lange dann. Das dauert zu lange. Ja, der Kampf. Der geht mir schon zu lange, weißt du? Egal, muss halt. Oh, oh, oh. Fuck, jetzt ist es. Oh. Noch ein Geohof. Ja, noch ein. Ups. Doch, mir das mal passieren. Da habe ich falsch kalkuliert. Alter. Felsgrab. Das Ding kostet mir jetzt 1000 Bälle, oder wie? Ja. So ein Scheißvieh. So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße, ey. Eine Scheiße. Das war doch euch Meisterball. Was? Doch nicht. Das war glaube ich Meisterball. Die Dinge Skills Ariel. Meisterball. Gecatcht! Erstmal gucken, was das für ein Typ ist. Vielleicht ist das ja ganz geil. Nein. Flugbohnen. Irgendwie wusste ich das. Irgendwie wusste ich das. Ist irgendwie ziemlich behindert, aber ist auch irgendwie lustig. Bohnenattacken treffen nicht gegen uns. Elektroattacken treffen nicht gegen uns. Heißt, die Schwäche ist weg. Ja, ist okay. Das ist richtig gut, ey. Eigentlich schon, ne? Das ist mega nice, eigentlich. Ja, wenn wir noch kurz... Spitzname. Eigentlich würde ich denken, bleib mal auf dem Boden. Ich glaube, das kriegst du nicht rein. Deswegen. Bleib Boden. Wäre das eine Idee? Bleff geil. Bleff ist geil. Bleib mal. Boden passt leider nicht. Bleib Boden. Nee, auch scheiße. Nimm doch einfach irgendeinen Abonnenten, würde ich sagen. Ja, komm, wir nehmen einen kurzen Abonnenten, meine Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Oder auch nicht. Okay. So Leute, der gute FM ist es geworden, 1997, ist auch ein Abonnent, der schon länger dabei ist, auf jeden Fall verdient hat, diese Motte zu werden. Was ist das denn? Dressella. Wäre auch geil gewesen. Oh, Husa, nein! Nein! Ja! Endlich weg mit der Wichse. Abis, ich krieg einen Döner. Bist mal mit einem blauen Auge davongekommen. Einen Döner. Mager Freund. Glücksrauch bekommen, dafür, dass Husa gestorben ist. Ich krieg einen Döner. Ich krieg einen Döner. Ich glaube, der Tag heute läuft für dich echt gut, ey. Dafür, dass das Ding schon mal gestorben ist. Speichern wir mal ab, wa? Glücksrauch, was macht das denn? Das eine Item, das trägt und doppelt Preisgeld. Oh, das hört sich gut, das hört sich gut an. Also, Tim Wiese, Alter, der holt für uns das meiste Preisgeld aller Zeiten raus. Erstmal müssen wir healen. Aufheilen. Oh, Junge. Das wäre so geil gewesen, ey. Oh, wir kriegen eine Motte. Alter. Hast du auch schon die Stats angeguckt oder irgendwas? Gar nichts, Motte? Noch nichts. Doch, nur den Spiel haben wir angeguckt. Verteidigung. Und Init. Magnetfalle. Hindert Start-Pokémon an der Flucht. Das ist ja ganz schön. Kann nur Felsgrab. Hat schon was Ranziges an sich, ganz ehrlich. Ja. Meinst du, schafft es in die Recall das Pokémon? Nein. Oder? Nein. Das kannst du jetzt eigentlich auch beim Pokécenter ablegen. Ich lasse es erstmal im Team vielleicht als Death Order. Oder vielleicht trainieren wir es doch noch. Muss ich mal überlegen. Da halte ich nicht viel von. Egal, Leute. Beim Punk ist erstmal Husa weg. Hat er sehr lange gehalten, das alte gute Ding. Wie ich gesagt habe, dass er als erstes sterben wird. Du wusstest es. Ich bin einfach der Überking. Der Überking, wie genau wie der alte hier, ne? Ja. Ging irgendwas von denen? Nein. Schade. Hätte sein können.
dass wir vom Überking gemacht bekommen, aber der Überking ist ja ziemlich geizig, ne? Ja, es geht gar nicht, so eine Scheiße, ey. So, weiter geht's hier in der guten Stube. Route 2. Komm, irgendwas. Yeah. Jetzt kommt noch was. Oh, die Motte wieder. Mach so ein Scheiß hier. Mortarbell. Mortarbell ist von der Sosé. Meinte ich. Keine Ahnung. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Sein. Morlord! Das ist auch geil, das Ding. Oh. Es hat ein Gesicht, was sagt? Lieb mich. Klimaschutz. Du darfst nur Shiny-Dings fangen, ne? Nur Shiny. Okay. Legis müssen auch kaputt gemacht werden. Ja. Legis müssen auch kaputt gemacht werden, wenn wir Legis bekommen. Ja. Wieder uns mal Edmund. Mit Ursaring, okay. Oh, es gibt gut EP. Oh ja. Level 7. Ah, es gibt richtig gut EP. Juwelenkraft oder? Nice. Meinst du? Ja, der friert jetzt gleich ein. Lebensmüde. Schöne Matsch. Schwächt die Stärke der Elektrizität. War ja eine gute Idee. Ja, danke. Wird ein Käfer gebrummt? Wo ist eher ein Käfer? Ich krieg immer richtig Angst, wenn irgendeine Attacke kommt, die sehr effektiv normalerweise ist, ey. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Typ. Bodenundicht ist das Ding. Okay. Ist so ein Sandsturm, finsterer Alligator des Todes. Na denn. Tim Wiese metzelt hier den Teddybären des Todes kaputt. Level 11, Werte gehen natürlich up high. Alter. Level 12, Tim Wiese. Der rippt bald alles. Ey. Werte gehen up high. Bizeps wächst. Bizeps wächst und gedeiht. Ich will eigentlich, ich muss schnell auf eine andere Route kommen, neues Pokémon bekommen. Ey. Irgendwas Vernünftiges. Eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich ganzen Trainer auslassen. Alter, immer diese. Mortepel. Wir hätten ein Glumanda schon haben können und ein Staraptor. Lass dir das mal auf die Zunge zergehen. Jetzt kommt Bell oder was? Oh. Ja, musst du jetzt fighten gegen. Nein! Nein! Sie attackiert dich jetzt! Oh Gott, ey. Oh, mit zwei Punkten. Geh die Jugong! Oder? Fuck, das war die mit Jugong! Roserade, Alter. Weg sweepen? Ja. Sweep, ey. Wir haben Tränke diesmal. Oh Gott. Was war das? Wait. Der ist so vergiftet, Alter. Ja, ist belastend. Boah. Das ist echt. Das ist richtig scheiße. Alter, das ist gar nichts. Eissan? Ich hab Angst! Was soll ich machen? Soll ich aufheilen? Wechsel Pokémon. Sicher? Ja. Der ist Typ Flugmager, der wird zerb. Oh. Flugboden, der wird. Der und der noch. KP. Wusste ich nicht. Also, ich mach mal eine KP-Heilung, okay? Sollte ganz vernünftig klingen irgendwo. Rutenschlag. Aha! Lächerlich. Ich würde sagen, wir heilen jetzt normal auf oder wir gehen. Ach komm, wir killen das Ding erstmal kaputt jetzt. Ja. Erstmal weg damit, ey. Erstmal, wenn ihr jetzt wieder Jugend hat, dann ist es richtig ranzig jetzt. Was? Ist das die anderes? Ja, wurde alles gerandom. Sie hat Brokkoli-Kopf, Alter. Heil jetzt. Heil nochmal auf ihn. Maga, das ist ein Affe mit Brokkoli auf dem Kopf. Ja, ich weiß auch nicht, wer sich so eine Scheiße ausdenkt, ey. Blubstrahl. Ist ja effektiv, ne? Ne, doch nicht. Was sind wir für ein Typ? Flug, ne? Flug, ja. Ja, Flug. Geil. Was machen wir? Juwelenkraft. Macht der Juwelen! Alter, ist nichts effektiv. Nadelrakete. Sieht immer noch. Tiu, tiu, tiu. Oh, der Shooter, ey. Piu, piu, piu. Ist er die so, ey. Jetzt rein angreifen, ja, aber. Confusion! Yes! Ja, Mann. Und Beckerape die Mann. Und Bizeps wächst. Geile Sache. Akku, bitte! Der Junge ist auf Steroide! Jetzt muss aber Ice-T weg. Ja. Junge. Tim Wiese rastet aus. Alter. Ich glaub, so heißt der Part, ey. Tim Wiese rastet aus. Alter, ich konnte gegen einen BH. Alter, das war echt heftig. Er haut einfach Aqua-Haubitze auf Trocken raus. Oh, Orion City. Orion. Na, wenn du mal skurriler, oder? Leute, ihr könnt ja gerne mal Orion googeln. Gucken, was dabei rauskommt. Natürlich nur die Stadt. Natürlich. Ja, als ob ich was anderes meinen würde. So, entweder wir gehen jetzt hier. Ja, gehen wir auf neue Route. Genau.
Wollen wir noch ein Pokémon fangen, diesen Part oder nächsten Part? Oh, fuck. Wollen wir den nächsten Part machen? Nächsten Part, oder? Ja, das machen wir alles im nächsten Part. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von Pokémon! Schwarz. Nuzlocke Randomizer Challenge. Randomizer Nuzlocke Challenge. Sagen wir so. Yay! Hau beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Team Schlierz over and Schlierz! Au. Oh. Das hat weh. Ende.